Wir dürfen euch heute vom Flughafen in München begrüßen. Corinna Kretschmer-Jürg vom Büro Joy Design aus Hamburg wird uns hier gleich in Empfang nehmen und uns durch das Hotel Hilton Munich Airport führen, das sich hier direkt am Flughafen befindet. Joy Design hat das Interior Design des Umbaus und des neuen Anbaus entwickelt. Und daher sprechen wir heute mit ihr über ihre konzeptionellen Gedanken, die richtige Materialwahl und Anforderungen an moderne Hotels. Corinna Kretschmer-Jönk ist mein Name und zusammen mit meinem Mann habe ich das Büro Joy Design gegründet. Wir beschäftigen uns seit Jahrzehnten mit Hotels. Also eigentlich geht es immer um Hospitality. Wir gehen mittlerweile aber auch aufs Wasser mit Kreuzfahrtschiffen. Es gibt große Hotels wie dieses. Wir sind in München am Airport, Hilton Munich Airport. Das wurde in den 90er Jahren gebaut. Helmut Jahn ist ja ein berühmter Architekt gewesen, deutsch-amerikanischer Architekt. Der hat es gebaut damals und das war wirklich so ein Statement. Und dann gab es den Anbau und wir durften die Zimmer zunächst dort einrichten und entwerfen und die Flure dahin. Und als zweiter Step kam schon diese Executive Lounge, die ja direkt an die besonderen Zimmer angeschlossen ist. Die können hier Ruhe finden und einen Kaffee trinken oder abends ein Weinchen und sich vorbereiten oder ein bisschen was arbeiten. Das ist ja heutzutage immer ganz wichtig. Es war uns wichtig, Wärme reinzubringen. Wir sind am Flughafen angedockt. Kerosin, Glas und Stahl, da kommt man her und man möchte hier zur Ruhe kommen. Wir haben hier an diesem Airport ein übergeordnetes Konzept von dem Flughafen München bekommen, auf den Weg bekommen, das da heißt Mountain Hub. Und das haben wir visualisiert, indem wir ja eben sehr viel warmes Holz, lokales Holz mit eingebracht haben. Diese Lamellen stehen überhaupt für Holz, für den Wald. Also sie unterstützen das Gefühl nochmal und dazu kombiniert dann eben dunkle, kernige Farbtöne, kontrastige Farbtöne bis hin zum Schwarz. Und dieser melierte Bankrückenstoff, den wir dort sehen, der steht für so einen Schieferstein, also für so einen Mountain, also im wahrsten Sinne. Und hier kommt noch ein ganz leichter Rotton als komplementär, ja, als Wärme nochmal Unterstützung dazu, aber wirklich, wirklich sehr, sehr zart. Ja, dies hier ist ja ein Anbau an das Bestandshaus und wir durften hier ganz neu denken unter dem großen Thema Mountain Hub. Mountain haben wir nicht als Bild von einem Berg gesehen, sondern haben es abstrahiert im Fußboden zum Beispiel. Hier direkt bei der Minibar ist dann wirklich so ein Stein hier oben drauf und der bildet das Material nochmal an sich, das Material grauer Fels nochmal ab. Und im Gegensatz dazu ein Holzkunstwerk, das soll visualisieren, ein bisschen abstrahiert, den Knotenpunkt Münchner Flughafen. Das ist das Hauptthema neben dem Mountain. Aber eben beides schon sehr abstrahiert. Also es ist uns immer wichtig, dass der Gast das selber so Step by Step erkennt. Was eigentlich noch ganz besonders ist für ja, neues Gefühl, neues Hotel. Der Schreibtisch, der so an der Wand klebt, wie es das früher so gab. Womöglich dann mit dem Fernseher darüber, wie so ein Rasiersitz und arbeiten mit dem Blick auf die Wand, ist ja nicht sehr inspirierend. Und so haben wir hier diesen runden Tisch einfach als multifunktionalen Tisch hereingedacht. Ich kann mich hier jetzt hinsetzen, ich kann mich auf die Bank setzen, ich kann aber auch die Bank als Kofferbock nutzen. Ich kann mich hier hinsetzen, habe mein Licht und kann ja, mein Weinchen trinken abends oder ich kann eben am Laptop arbeiten, aber ich fühle mich wohnlicher, inspirierter und es macht mehr Spaß, das Arbeiten. Ja, liegen ein paar Jahre dazwischen und ich finde, es ist ein wenig erwachsener geworden, so ein bisschen beruhigter auch noch dann, weil wir noch mehr uns konzentriert haben, nur wieder auf den Kontrast, wie wir es in der Executive Lounge auch schon getan haben, auf diesen warmen Eicheholzton und einen dunklen Anthrazit bis hin zum Schwarzton. Es gibt die Sitzbank, die multifunktionale Sitzbank, wo ich sitzen kann, arbeiten kann. Also eigentlich der Tisch, der Stuhl. Im Grunde gab es Gott sei Dank kein Learning, was nicht funktionierte. Aber wir sind einfach ein bisschen mutiger geworden, so vom Design. Das Motiv der Flugverbindungen in die Welt, das sieht man hier jetzt abstrahiert auf dem Boden. Und dafür haben wir da nochmal an der Wand mit so einem
ja, bronzierten Oberfläche, Spiegelung, die man hier so über diesen Ausschnitt dann zum Vorschein kommen sieht. Auch nochmal eine Bergsilhouette. Wir sind jetzt hier in einer der Suiten. Wir haben eine Junior-Suite-Situation hier. Ich komme rein erstmal in den öffentlichen Bereich in dieser Suite. Das ist mein Wohnbereich, wo ich auch arbeiten kann, wo ich aber eben hier auch mal mich mit Freunden treffen kann. Und dahinter, hinter dieser semi-transparenten Abtrennung, ist dann mein privaterer Bereich kaschiert. Wir sind regional hier verortet und haben dann immer wieder diese regionalen und lokalen bayerischen Akzente mit eingewoben. Und das gab es eben in dem Standardzimmer natürlich auch schon. Aber es gibt auch hier für wirklich das ganz feine Auge auch nochmal eine ganz feine Kreuzstichnaht. Und wenn man sich so eine Lederhose vorstellt, da hat sie sich, den Kreuzstich. Wir leben im Grunde den roten Faden aus den Zimmern hier weiter. Die Basis bildet im Grunde das raumbildende Element, was hier so alles einkleidet, sind diese großformatigen Fliesen, die sehr an graue Felsen erinnern. Dann kam es zu den Armaturen. Da war uns in allererster Linie mal eher untypisch. Da haben wir gedacht, wir müssen so ein bisschen Wärme hier reinzaubern. Wir haben bei Coico eine tolle Oberfläche gefunden, die Nickel gebürstet ist, wie man es hier sieht. Das ist ein leichter Nickel-Goldschimmer sogar mit drin, also ein warmer Schimmer in dem Silber mit drin. Und ich fühle es gerade, es fühlt sich auch wirklich ganz, ganz toll an, diese gebürstete Oberfläche. Das passt zu unseren ganzen haptischen Erlebnissen, die wir auch bei den Stoffen haben und bei den Hölzern haben. Und ja, die Durabilität ist natürlich wichtig, dass man nicht nur die schöne Oberfläche zu Beginn hat, sondern dass sie sich auch lange hält, dass man es gut putzen kann. Und da haben wir einfach auch super Erfahrungen gesammelt mit einer deutschen Partnerfirma. Und wir können Maintenance, wir können Fragen stellen, da kommt sofort einer. Und das Gute war auch noch, dass wir sehr viele Accessoires auch finden konnten. Andere Elemente in der Badewanne, in der Dusche, aber auch um die Toilette drumherum, hier Ablagen, sind alle in diesem warmen, schönen, weichen Nickel gebürstet. Und das war uns natürlich sehr, sehr wichtig, dass das komplett den Gast umhüllt und diese Atmosphäre bildet, die wir uns gewünscht haben. Auf unserer Entdeckungsreise durch das Hotel durften wir heute die konzeptionellen Gedanken von Joy Design kennenlernen. Ja, und es hat sich mal wieder gezeigt, dass sich der Einsatz und die Kombination hochwertiger Materialien bewähren und auch langfristig ein Erlebnis bleiben. Wir freuen uns schon aufs nächste Video mit euch. Und da seid ihr wieder dabei. Also, bis bald.